Hallo meine Lieben, das ist die Legung zwischen euch beiden, jetzt gerade aktuell ist. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar, was von euch auf mich zukommt. Ich gendere nicht, also liebe Männer, bitte ummünzen. Diese Karten lege ich zum Reflektieren, Nachdenken, Anschauen der Situation. Vielleicht auch kannst du auch von anderer Sicht alles betrachten. Und natürlich, es ist eine Kollektivlegung, das bedeutet, es kann passen für dich oder auch nicht. Ich natürlich lege auch Privatlegungen, sind in Infobox, Beschreibung von dem Video oder auch verlinkt in Kanalinfo. Und da kannst du auch schauen und mich auch erreichen. Und dann das Weitere besprechen wir dann auch persönlich. So, wir fangen an. Was ist zwischen euch beiden los? Ich würde auch anfangen mit den Symbolon-Karten, aber ich mache ein bisschen anders. Ich habe nicht alles da sofort, aber ich gucke. Dauert eine Minute. Wir machen das so. Und wir nehmen doch. Ja, wir nehmen die hier Karten. Wir nehmen diese hier Karten. Andere Karten. Das ist Oracle of the Wisdom Karten. Und schauen wir, was ist dein Verstandsebene gerade? Wo bist du? Von Verstand sozusagen mittendrin in eurer Beziehung oder eurer Verbindung. Das kann auch sein, natürlich auch dein Gegenüber. Ich lege das, als es wäre für eine Frau. Und dein Gegenüber ist ein Mann. So, die erste Karte, wo bist du in Verstandsebene bei dir, was das euch betrifft? Für dich ist das Never Ending Story. Meistens verbinden wir auch diese Never Ending Story, indem wir immer wieder das wiederholen, was zwischen uns ist. Also das ist on-off zum Beispiel Verbindung. Das kann auch sein, immer wieder man versucht oder immer wieder anspricht ein bestimmtes Problem und da passiert keine Entwicklung oder auch keine Sache. Man kommt immer wieder zu einem denselben Punkt. Ja, und das wird dich sozusagen oder dich momentan beschäftigt diesbezüglich, diese Never-Ending-Story, die immer wieder sozusagen stattfindet. Es ist immer derselbe Kreislauf. Für deinen Gegenüber, wie sieht er von Verstandsebene diese Situation? Glücksfall. Für diesen Menschen ist das ein Gedanken sozusagen, momentan macht sich auch in Gedanken, dass es ist, ja, es ist Glücksfall. Und du machst dich Gedanken über, ja, Never Ending Story. Was bei dir ist in Gefühlsebene gerade? Wie sieht aus deine Gefühlsebene in diesem Moment? Das ist nicht für dich. Du hast das Gefühl, dass es wie ein Keks, der nicht für dich ist. Oder auch nicht für ihn, dass zwischen euch irgendwas nicht funktioniert oder nicht so ist, wie er es sein sollte. Und du vielleicht auch fühlst dich abgelehnt oder auch er fühlt sich abgelehnt. Das ist, Ablehnung ist kein schönes Gefühl oder Ausgrenzung. Gefühlsmäßig wirst, vielleicht fühlst du dich so. Oder irgendetwas in dieser Verbindung oder auch dieser Mensch dir gegenüber ist nicht für dich. Bei deinem Herzensmenschen, wo ist er gefühlsmäßig mit dir? Hier geht es Chaos und Konflikte. Und dass es wirklich schwierig ist, wenn es immer wieder ist gefühlsmäßig, das ist meine Katze, Entschuldigung, die gerade stöbert meinen Schrank. Entschuldigung, tausendmal. Komm hier, komm. Jetzt schnurrt sie. Hier, der Mensch, vielleicht ist das auch Zeichen, du solltest genau betrachten, warum dieser Mensch schaut auf Chaos und Konflikt. Wieso fühlt er sich
ja, wenn immer wieder Chaos erleben wir, wenn wir immer wieder Konflikte erleben, das ist so zermalmend, das ist so mitnehmend, das ist gefühlsmäßig, nimmt auch uns sehr mit. Wir fühlen uns auch gewisserweise auch nicht wohl dabei, weil immer wieder Dramas, Schwierigkeiten. Er fühlt irgendwie, dass es etwas ist, ja, chaotisch alles, voll ist mit Konflikten. Und ich muss auch leider sagen, das ist, bitte nicht missverstehen, Männer haben andere Psychologie oder andere, auch nicht nur viele Körper, sondern auch andere seelische Entwicklung oder auch wie auch immer. Oder auch psychologische Entwicklung als wir Frauen. Männer, wenn die kommen nach Hause von der Arbeit, die wollen Ruhe haben. Weil die Männer brauchen auf die Arbeit sich sozusagen behaupten. Die müssen behaupten in der Welt. Früher mussten Männer behaupten als Jäger, heutzutage im Bürohengst, ne? Aber das ist deren Aufgabe. Und wenn die kommen nach Hause in der Hülle sozusagen, die wollen Ruhe haben und nicht Konflikte und Chaos. Und das zermürbt Männer. Vor allem wir Frauen auch kommunizieren. Wir wollen auch mitteilen, ja, meine Freundin dies und jenes, bla bla bla. Und da gab es dies und jenes. Und die haben das Gefühl immer wieder, Männer, ich muss sozusagen meiner Frau Probleme lösen. Und das macht irgendwann Stress für Männer. Obwohl die Frau wollte nur mitteilen, was sie erlebt hat. Bitte nicht missverstehen, es ist so, dass wir wirklich Frauen und Männer sind auch sehr unterschiedlich, auch von Bedürfnissen und so weiter. Oder andere Bedürfnisse sind, also Bedürfnisse sind höher bewertet bestimmt oder weniger bewertet und so weiter. Und ich finde das momentan, was ist hier mit dem Gendern und so weiter, sehr kompliziert. Deswegen gendere ich auch nicht. Und wenn ich lege Karten, denke, dass es ist einfacher, ist das, wenn ich für eine Frau lege, liebe Männer, bitte ummünzen, aber ja, Biologie kann man nicht sozusagen ausschalten. Aber das ist meine persönliche Meinung. Sind andere Meinung, ich auch natürlich auch respektiere und toleriere es. So, die Tendenzen, wie für dich geht es hin, wohin geht es, die ganze Reise für dich? Du wirst alles verstehen, mir, also tiefes Wissen, du wirst erlangen tiefes Wissen für dich und ein tiefes auch Verständnis von dem allem haben. Vielleicht auch erfährst du irgendwelche Sachen, wo du dann auch in der Tiefe von Wissen erlangst und auch nachvollziehst. Was ist bei deinem Herzensmenschen? Hier ist Wahrheit zu sagen. Dein Herzensmensch möchte Wahrheit aussprechen. Ich weiß es nicht, was er damit versteht. Vielleicht ist das etwas, was er nie ausgesprochen hat oder auch nicht als aufgenommen hat. Oder er möchte mit dir, von dir eine Wahrheit erhalten. Was ist damit gemeint? Das kannst du nur wissen. So, jetzt gehen wir in den Lennemann-Karten. Was ist zwischen euch beiden los? Wenn die Gestehen auf dem Kopf macht nichts. Diese Karten, ich immer von blauer oder weißer oder roter Eule Karten nehme, weil ich irgendwie auch über Jahre gewöhnt habe. Die haben immer gute Qualität, sind klein für Lennemann und bin mich auch daran gewöhnt. Das ist keine Werbung, das ist nur Mitteilung, womit ich gerne auch arbeite. Und so als Information sozusagen. Und diese Karten, ja, mir gefallen, weil es so klein sind und wenn man fast 18, 19, ich weiß nicht, auf jeden Fall sehr viele Jahre schon, fast etwas unter 20 Jahren oder über 20 Jahren, ich lege die Karten dieser Art, dann man auch gewöhnt sich. Hier geht es um
Hier geht es um Aufregungen, weil eine Nachricht, positive Nachricht nicht ankommt. Bei deinem Herzensmenschen geht es sehr viel um Gefühl, gefühlsvolle Liebe, vielleicht auch Emotionen in der Liebe, auch emotionale Liebe, ne? Anerkennung in der Liebe auch. Ne? Da macht er Gedanken. Bei dir geht es um Liebe, kurzes Glück und vielleicht auch hat auch mit deiner Frau zu tun. Hier geht es nicht, dass es diese Frau ist, die Rivalin. Für mich ist das nicht immer Rivalin. Manchmal auch, man sucht auch den Rivalen sozusagen in Karten, aber für mich ist immer Schlange auch gewisserweise kann Rivalen sein, aber das kann auch Mutter, Schwiegermutter sein, Freundin, Bekannte, jemand sein. Es ist unterschiedlich, wie die Menschen das sehen, jeder das Seine. Für mich ist jemand auch vielleicht auch, du machst dir auch Gedanken über kleines Glück bei dieser Person, machst dir über Liebesglück zwischen euch, für ihn geht es auch um Liebesglück und Emotion. Er hat sehr viel Energie im Rücken und voller Power voran, vielleicht auch etwas erfahren hat, was ihn glücklich gemacht hat. Bei dir ist Thema Arbeit in den Rücken, also Stabilität und beruflich. Arbeit hier ist auch nicht gemeint gleich berufsmäßig, sondern auch die Mutter, die passt auf kleine Kinder auf und so weiter arbeitet. Oder auch, wir machen auch in Garten Arbeit, also so Arbeit oder auch tagtäglich, wir kümmern unsere Familie und so weiter, das ist auch Arbeit. Dein Herzensmensch denkt über Lügen, List oder auch Informationen, die sind nicht ehrlich. Vielleicht auch Diskussionen, die nicht gut gelaufen ist. Vielleicht über Unehrlichkeit oder er war sehr schlau bei diesen Gesprächen. Das kann auch sein, dass es nicht mit dir zu tun hat, sondern allgemein, dass er macht sich darüber Gedanken. In Zukunft wird er auch Liebeskummer haben, weil die Wolke und Herz, Herz ist bei der Wolke. Diese Gespräche ging es auch um die Liebe. Vielleicht ging es auch um Liebe mit dir. Kann sein, kann auch nicht sein. Für ihn wird es auch Entscheidungen betreffen, Treue oder auch Beziehung oder besser sagen mit Freundeskreis. Vielleicht auch er berät sich mit Freunden, vielleicht auch spricht mit Freunden allgemein und vielleicht auch allgemein eine Entscheidung trifft, muss nicht gleich mit deiner Person zu tun. Ja, bei dir ist die Verluste von Freundeskreis. Vielleicht, du fühlst auch nicht gut aufgehoben bei deinen Freunden oder auch irgendwas ist stattgefunden, wo du sagst, nein, das mag ich nicht. Oder auch du hast nicht nur Verluste, sondern etwas knabbert, macht dir Sorgen. Und das ist in, ja, Verlust. Du machst aber trotzdem, also du wahrnimmst, dass es hier geht, es um eine sehr lange Freundschaft oder sehr lange Treue. Vielleicht auch die Treue geht bei dir oder Loyalität zu jemandem in Verlust kann auch sein. In Liebe gibt es Gespräche, die Beziehung ist auf Sexualität auch basiert. Also ist es Sexualität oder Harmonie hat eine große Rolle in eurer Verbindung. Für deinen Herzensmenschen wird Klarheit wichtig werden. Aber auch Neubeginn, der nicht stattfindet oder auch Verluste bei den Kindern oder Sorgen um Kindern, hat auch eine Rolle. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das seine Kinder oder auch deine Kinder, aber er macht da Gedanken. Für dich wird es plötzliche Reise oder plötzliches Aufbruch sein, wichtiges Thema. Du wirst auch darüber sehr emotional sein oder viele Emotionen haben und du wirst auch manche Entscheidungen treffen. Oder auch Entscheidungen treffen, bitte nicht missverstehen. Entscheidungen treffen schon wir, wann wir gehen einkaufen. Ne? Oder Entscheidungen treffen wir zigmal am Tag. Hier geht es nicht um lebenswichtige Entscheidungen. Sozusagen. Das können auch Kleinigkeiten sein. So, bei dir geht es auch hier um einen älteren Herrn, vielleicht auch Ex oder sowas in der Art und der ist vielleicht weiter entfernt oder möchtest ihn besuchen, aufbrechen zu ihm und so weiter. So, in der Beziehung geht es um Sexualität, nee, um Nachricht. Nachricht betreffend Verträge und Harmonie, Sexualität. Hier gab es Spannungen in Harmonie und Sexualität. Vielleicht hattet ihr auch leidenschaftlichen Sex oder auch härteren Sex sozusagen. Kann auch sein, dass ihr hattet auch irgendwie plötzlichen Sex, genau sein.
nicht geplanten Sex, aber kann auch sein, dass ihr Spannungen zwischen euch beiden habt. Oder die Harmonie sozusagen ist etwas bedroht. Ja, wenn man guckt, die Schicksalsfaden, die nehme ich nicht raus. Denn bei dir ist das Neubeginn oder Kinder in Familie oder auch mit Harmonie betreffend, wird Spannungen geben oder plötzlich entscheidest sozusagen Neubeginn zu starten für dich. Neubeginn machen wir tagtäglich. Irgendwelche Art, wir Neues immer wieder versuchen. Das wird auf jeden Fall auch plötzlich irgendwas mit Sicherheit stattfinden wird. Du wirst auch erlangen die Klarheit. Das ist immer gut. Und vielleicht auch etwas erfährst du über seine Erkrankung oder seine Transformation. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Du schaust, also er schaut in hausliche Angelegenheiten, alles was Familie, Haus, Wohnung betrifft, auch Stabilität. Darüber wird er auch sprechen. Vielleicht auch gibt es auch Streitigkeiten, aber Gott sei Dank, das geht auch in Verlust. Also vielleicht, wenn es gab irgendwie ein Haus oder in der Familie, jetzt nicht deine mit ihm oder auch, kann auch sein, dass es in seiner Familie gab, Streitigkeiten. Dann kommen gute Nachrichten oder von älteren Herren und einer Frau, vielleicht seine Eltern, die ihnen auch gut stimmen. Es sieht gut aus. Er schaut auf jeden Fall auf Liebe und macht sich darüber Gedanken und du auch das kleine Glück. Macht Gedanken. Es sieht gut aus. Also momentan sieht es zwischen euch gut aus und vor allem, ihr schaut gerade einander. Das ist sozusagen, ihr wirklich nehmt einander im Visier. Oder schaut, okay, ich muss schauen auf dich und auf deine Bedürfnisse und deine Situation und was das da ist. Schaut dir, was diese ganzen Karten, auch diese Karten, die auch mitgeteilt haben, was du das darunter verstehst, was du hast auch überlegt, wie dich weiterführt es und reflektiere deine Situation, schau an. Vielen Dank für Mitschauen. Wenn du auch das meine Videos anschaust, dann freue ich mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Vielen lieben Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Auf jeden Fall, ich werde heute noch weitere Legung machen. Ja, bis bald.